Deutschland in der Zwischenrunde. Deutschland im Freudentaumel. Ja, das ist Wahnsinn. Ah ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist geil, hier zu spielen. Ja, das letzte zwei Spiele sind eine Mega-Sension. Das ist unfassbar. Ja, das ist einfach ein überragendes Gefühl, sensationell. Also das ist ein wunderschönes Gefühl. Deutschland gewinnt alle drei Spiele der Vorrunde. Los ging's mit dem Wahnsinnserfolg gegen Russland. Greilinger! Ja. Tor! Deutschland führt gegen Russland und Greilinger ist der Torschütze. Und Reimer mit dem Laufduell. Ja. Patrick Reimer, mach's! Tor! Ja. Deutschland schlägt Russland mit 2:0. Ich denke, es ist eine Mega-Sensation. Wir haben keine Jungs von der NHL bekommen und die Russen sind gespickt davon. Und wie gesagt, wir genießen einfach den Abend und der war einfach schön. In Spiel 2 wartet der Gastgeber im Hexenkessel von Bratislava. Überraschung Teil 2. Ja, Tor! Deutschland führt! Zwischenzeitlich sogar mit 4:0. Doch dann begann die Abwehrschlacht gegen wütende Gastgeber. Doch Deutschland kämpfte tapfer und gewann erneut. Und jetzt ist das Spiel aus! Aus! Deutschland ist Gruppensieger! 4:3 Sieg gegen die Slowakei! Ja, sind sie denn wahnsinnig! Im letzten Gruppenspiel traf man auf Slowenien und lag zwischenzeitlich 0:2 hinten. Doch dann drehte das deutsche Team auf und schaffte den Ausgleich. Jetzt die Chance, Tor! Die Entscheidung im Penaltyschießen. Tor! Das gibt's ja nicht! Jetzt steht Deutschland vor einem neuen Eishockey-Märchen. Wir wollen schauen, dass wir die nötigen Punkte holen, dass wir dann ins Viertelfinale kommen. Und dann ist alles möglich. Hey, es ist die Weltmeisterschaft. It's cool.